Die Mannschaft der Berliner Hertha machte es den US-Profisportkollegen nach. Knien als Zeichen gegen den Rassismus. Eine Idee, die nach Angaben des Clubs von der Hertha Marketingabteilung und den Spielern gemeinsam entwickelt wurde. Darauf weisen die Fußballprofis nun auch noch mal hin. Wir lassen eigentlich dann diese PR-Gag-Aussagen an uns abprallen, weil wir wissen, für was es stehen soll. Und ich denke, die das auch so sehen haben, die hat das berührt und die freuen sich darüber. Wir stehen dazu. Das war ein Moment, allen zu zeigen, den anderen Teams, allen auf der ganzen Welt, dass Hertha BSC für den Kampf gegen Rassismus steht. Positive Resonanz von den Hertha-Fans. Das sind mündige Bürger, Fußballer, die haben auch ihre Meinung und die dürfen sie auch kundtun. Und wenn sie das in dieser Gemeinschaft tun und das vorher besprochen haben, finde ich das einwandfrei eine tolle Aussage. Ich glaube schon an die Glaubwürdigkeit dieser Geste, weil wir haben ziemlich viel Kontakt auch ab und zu. Man unterhält sich mit den Spielern. Und ich glaube schon, also wenn man da sagt, das kam wirklich von der Hertha und nicht von der PR-Abteilung, dann glaube ich da schon dran. Egal, ob nun von der PR-Abteilung geplant oder nicht, diese Aktion hat dem Verein Hertha BSC auf jeden Fall Aufmerksamkeit beschert, auch jenseits des Atlantiks.